Hallo lieber Fisch und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im September, also für den Zeitraum vom 1. bis 15.09.2023. Ich bin Daniela und das hier ist eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Diese allgemeinen Legungen passen nicht für jeden und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest den lass beiseite. Und wir schauen hier auch direkt hinein in die Karten für dich. Und ich habe hier den Bär für dich gezogen. Und der Bär sagt, du bist das Licht und dass es sicher ist, wenn du vollkommen in dein Licht trittst. Das heißt, einfach auch sowas wie, sei wer du bist, versteck dich nicht, ja. Halte dich nicht zurück, wenn es darum geht, deine Gaben und Talente auszuleben und diese auch anderen zu zeigen. Und wir haben hier den göttlichen Direktor. Und da geht es um göttliche Interventionen. Ja, er sagt, göttliche Interventionen tauchen in deinem Leben auf und du sollst wissen, dass du geführt wirst und dass es deine Bestimmung ist, glücklich zu sein. Ja, es geht in dieser ersten Monatshälfte für die Fische um ihre Bestimmung. Und wir schauen mal noch weiter in die Tarotkarten hinein für diese erste Hälfte des September. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung, die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Es geht hier wirklich darum, dass du aus dir rauskommst, dass du dein Licht in die Welt strahlen lässt. Wir haben hier das Ass der Stäbe, die Acht der Schwerter und die Neun der Schwerter. Also ja, sehr viele, wie soll ich sagen, gegen dich selbst gerichtetes Denken. Das ist gegen dich selbst gerichtetes Denken, auch Gedanken, die einfach nicht positiv sind und eigentlich nur alles runtermachen. Also ich spüre, dass diese Legung sich speziell auch an diejenigen Fische richtet, die so diese innere Tendenz haben, sich selbst runterzumachen. Aufgrund von was auch immer. Ja, das hier ist so eine typische Karte, wo man sich auch immer fragt, wenn Dinge in der Vergangenheit waren, hätte ich was anders machen sollen, hätte ich mich anders verhalten, wäre es anders gelaufen, hätte ich gleich was gesagt, hätte Fahrradkette, ja. Und dahinter steckt eine Tendenz, sich selbst runterzumachen. Und solange man sich selbst runtermacht, tritt man nicht in sein Licht. Und es ist generell so, dass viele Menschen die Tendenz haben, das ist auch eine Ego-Tendenz, das Ego hält uns ja immer im Leid. Ja, das ist so eine Ego-Tendenz, dass man sich immer selbst schlecht macht. Vielleicht steckt da auch so eine Angst dahinter, dass andere einen schlecht machen können und man macht sich selbst schlecht, bevor einen andere schlecht machen können. Und hier kommt eben jetzt göttliche Intervention hinein, so dass sich wie so eine neue Chance ergibt, wirklich auch in dein Licht zu treten. Und ein Schritt ins Licht ist auch damit aufzuhören, sich selbst und andere runterzumachen für Dinge, die vergangen sind. Und es gibt im Englischen so einen Spruch, der besagt, dass man nicht über verschüttete Milch weinen soll. Es nämlich gar nichts bringt, sich über die Dinge zu beschweren, die einfach schon passiert sind. Mit denen können wir umgehen, aber ändern können wir sie nicht mehr. Und wir können daraus lernen, aber daraus lernen und sich beständig deswegen runterzumachen und immer wieder diese Gedankensteifen zu durchlaufen. Hätte ich mich anders verhalten, hätte ich was anderes gesagt und so weiter. Das bringt uns nicht weiter. Und oft hätte ein anderes Verhalten oder andere Worte das Ergebnis auch nicht verändert. Das ist nur etwas, was in unserem Kopf ist, wo eben immer und immer wieder diese Schleifen ablaufen. Und ich sehe, dass du auch hier einfach an irgendetwas festhältst. Ja, die vier
Die Vier der Münzen ist einerseits immer eine Karte der Stabilität, aber auch eine Karte des Festhaltens. Ja, manchmal ist Festhalten etwas Gutes und manchmal, wenn wir aber zu lange an der Vergangenheit festhalten, dann ist es eben nicht mehr so gut. Wir schauen weiter in den Rat der geistigen Welt. Ja, die Einmischung ist auch eine Karte der Intervention. Die Einmischung kann auch eine sehr gute Karte sein, ja, sodass irgendwie ein Teil von dir und auch deine geistigen Begleiter, die dich durch dieses Leben führen, jetzt einfach so an diesem Punkt sind, dass sie sagen, es reicht. Und du musst endlich mal deine Chancen erkennen, ja, sowohl in dir als außerhalb von dir. Es kann sein, dass dich hier sehr positive Botschaften erreichen, ja, dass sich Türen für dich öffnen. Du musst natürlich selber hindurchgehen durch diese offenen Türen, das versteht sich von selbst. Ja, und aus der geistigen Welt kommt hier einfach göttliche Intervention. Und ja, die kann sich sehr positiv auswirken, ja. Das ist aber auch immer hier so eine Karte, die sagt, es ist nicht wichtig, was du hast und was andere haben und dich zu vergleichen. Ja, dieses Vergleichen bringt dich auch nicht weiter. Es geht darum, was du dir für dich wünschst. Ja, und es ist auch eine Karte, die entweder Neid anzeigen kann oder auch so eine gewisse Angst anzeigen kann, dass andere Menschen über einen reden. Ja, dass wenn man sich jetzt traut, aus sich selbst rauszukommen und in sein Licht zu treten, dass es eben Leute gibt, die sich das Maul zerreißen, wie man so auf gut Deutsch sagt. Und manchmal ist es auch wichtig oder richtig, die Menschen nicht alles wissen zu lassen. Ja, also ich wohne hier im Süden von Deutschland in einer sehr ländlichen Region. Die Leute tratschen hier sehr gerne, die Leute haben kein spirituelles Verständnis. Und jetzt so hier, wo ich wohne, die Nachbarn, die wissen nicht, was ich hier mache. Das sage ich denen auch nicht, weil ich weiß, sie würden es nicht verstehen. Das hält mich aber nicht davon ab, in mein Licht zu treten. Ja, also man muss die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen teilen. Und dann gehen auch hier diese grausamen Gedanken raus und dieses Leid, was dadurch entsteht. Weil im Endeffekt, wenn wir nicht sind, wer wir sein wollen und sein können, ja, dann rammen wir uns ja im Endeffekt diese schmerzvollen Schwerter immer wieder selbst rein. Das ist immer wieder eine Verletzung, die wir uns selbst zufügen, indem wir sagen, es ist zu gefährlich, es ist nicht sicher, mich könnte jemand auslachen, mich könnte jemand beneiden, der eben diesen Schritt so in der Form nicht macht. Und ja, von dem her ist es immer wichtig, die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen zu teilen. Und ja, sich nicht davon abhalten zu lassen. Und ihr müsst ja nicht jedem alles sagen. Es ist ja auch, was geht das die Nachbarn an, was jemand beruflich macht? Ja, und so ist das eben auch im Freundeskreis und so weiter. Man muss nicht jedem gleich alles aufs Brot schmieren. Vor allem nicht den Leuten, die sowas nicht verstehen würden. Ja, und das bedeutet aber nicht, dass man das nicht trotzdem leben kann, nicht trotzdem in sein Licht treten kann. Hier kommt noch ein Edelstein für dich. Ich habe hier den Achat und der Achat sagt, dass du zurückkommen sollst in deine Balance. Und diese Balance, die findest du, wenn du dem Teil von dir, der gelebt werden möchte, die Möglichkeit gibst, sich auszudrücken. Und zwar in einem sicheren Raum und der Bär, der bringt dir den sicheren Raum, ja. Aber ständig diese Energien in uns zurückzuhalten und zu unterdrücken, das bringt uns nicht weiter. Und hier kommt eine göttliche Intervention zu dir, die dir hier auch Türen öffnet. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass du aufhörst, dich selbst runterzumachen. Ganz egal, ob du das ausgiebig machst oder nur ein klitzekleines bisschen. Ja, lieber Fisch, das ist deine Tarotbotschaft, deine Tarotlegung für diese erste Monatshälfte im September 2023.
Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren und auch motivieren, dich selbst auszudrücken. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Euer Feedback, davon lebt dieser Kanal auch und ich freue mich über jeden einzelnen davon von Herzen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.